Herzlich willkommen zurück zu Part 78 von unserem Let's Play Bomberland 2012. Und wir sind in Monaco angekommen und jetzt wollen wir mal das Golfgang starten. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying. Ja, wenn du das meinst, dann wird das ein Kinderspiel. Ich glaube zwar ja nicht, aber lassen wir uns mal überraschen. Ich würde jetzt sagen, fahren wir jetzt mal raus mit den härteren. Und auf die Strecke. Da. Die meisten Autos sind draußen. Und vor hinter meinen Teamkollegen. Kann ja lustig werden. Kann ja richtig lustig werden. So, er zieht mir schon mal ein bisschen weg, aber ist kein Problem. Pink ist immer gut. Pink ist immer gut. Pink ist immer sehr gut. Der vor mir fährt zwar ein bisschen schneller, aber der Rake. Nein. Ja, ist klar. Gut. Nehmen wir hin. Aber ich gehe jetzt. So, hier hin. Hier werde ich jetzt einiges an Zeit verloren haben. Mach Platz. War es ein 17-8? Ich dachte schon, ey. Ne? 1.18.7, ja, das ist schon mal in Ordnung. Eine fahre ich noch. Ja, aber ich fahre keine mehr. Habe ich mir jetzt gar nicht so entschieden, dass ich jetzt keine mehr fahre. So. Zweiter, das müsste aber trotzdem noch reichen. Locker müsste es eigentlich reichen. Fünf im ersten Sektor. Im letzten Sektor habe ich es verhauen. Ja, der letzte Sektor ist das gewesen, wo ich die 2/10 verloren habe. Dritter ist aber in Ordnung. Sind wir weiter und das passt. Gute Arbeit. Vor Rekel. Qualifizieren. Ja, danke schön. Ich bin für die nächste Session qualifiziert. Das ist doch schon mal awesome. Awesome. So, jetzt wollen wir aber jetzt noch eben nur weiterkommen und dann geht's um die Wurst. Jetzt geht's noch nicht um die Wurst, aber gleich geht's um die Wurst. So. Fliegende Runde. Bams. Jetzt muss was Ordentliches rauskommen. Weil vor mir und hinter mir sind. Bravo. Grüne Flagge. Keine Beeinträchtigung mehr in Sektor 2. Du kannst wieder voll fahren. Ich kann wieder voll fahren, ja, weil ich auch selber war, du Pfosten. Optionen werden wir auf jeden Fall wieder. OSD. So, Minikarte. Speichere das ruhig. Minikarte ist besser. Nur ab und zu werde ich mal auf ganze Strecke machen.
So. Der Raycon hängt mir viel zu nah im Diffusor. Ich finde. Ich hätte nichts Besseres zu tun. Außer mich zu ärgern. Erster Sektor schon mal Bestzeit. Warum denn das schon wieder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Warum drehst du dich da weg? Bist du irgendwie ganz Banane? Der ist wohl ganz Banane, ey. Das Auto. Jetzt 18,4. Aber erster Sektor, in zweiten Sektor 1,1 Sekunden schon mal schneller. Ich lasse dich nicht vorbei. Niemals. Ja, ob du mein Teamkollege bist oder nicht. Jimmy ist 2 Zehntel besser als du. Nur 2 Zehntel. Muss ich ihn doch wohl aufgehalten haben. Eine Runde brauche ich aber noch. Ja, Petro vom Wegen, ey. Jetzt verliert aber der Raycon. Oder er hat einen Abstand genommen, ich weiß es nicht. Eins von beiden. Glaub's ja nicht, ey. Wie spät? Kann nicht wahr sein. Ein 16,9 ist da einer gefahren. So. Sieben Zehntel hinten. Gibt es nicht. Jetzt komm, was fahr ich? 18,1. Ja, Sektor 3 ist nicht gut. Vierter. 1,2 Sekunden auf ihn. Nee, 1,1. Aber ich hoffe, das mache ich nochmal wieder wett. Aber wer selber fährt, der ist ja übermenschlich, ey. Aber egal. Macht nichts. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Ja, ist doch gut. Jetzt werde ich aber auch um die Pole kämpfen. Versuche es zumindest. Auf jeden Fall werde ich es versuchen. Wenn wir auch fett stellen, oder wird das schon irgendwie passen? Jawohl, sonnig immer noch. Vierter oder besser, ja. Wir werden sofort rausfahren. Auf die Strecke fliegen eine Runde. Bams. Bams, bams, bams. Im Moment sieht es sehr frei aus. Ey, kann nicht wahr sein. Ey, was macht der Computer, ey? Ist der ganz Banane, ey? Banane, Banane. Sektor 2 ist wieder freigegeben. Rennbedingungen in Sektor 2. So. Ich werde auf jeden Fall eine freie Runde kriegen. Das ist schon mal wichtig, also eine freie Runde. Dann kann alles gut werden.
20-4 ist in Ordnung. Sehr in Ordnung sogar. Meine beste erste Sektorzeit überhaupt. Das war jetzt nicht optimal, weil ich nämlich leicht weggerutscht bin. Das wird keine gute Zeit. Ne. Zurück zur Garage. Es wird niemals reichen, welche ich in den letzten Sekunden gravierenden, mehr als gravierenden Fehler gemacht habe. Du bist auf Platz zurückgefallen. Dritte Startreihe. Sofort wieder raus. Sofort wieder raus. Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Ne, ich hab doch eine gute Lücke. Genau hier habe ich den Fehler gemacht gehabt. Ein 17,66 für die Bestzeit. Ey, kann nicht wahr sein. Wie fest soll ich denn noch auf den Bremsknopf drücken? Ey? So, hier brauchen wir jetzt Vollspeed. Push weiter. Kimi ist nur 2/10 schneller. Ich gebe immer mein Bestes, Junge. Schlechte Kurve. Das ist jetzt viel besser gewesen. Viel besser. Komm. Noch 3 Minuten. Ja! Reicht. Hoffe ich. Lass es reichen. Lass es reichen. Komm. Lass es einfach reichen, bitte. Erster bis jetzt. Und. Ja! 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 Erster. Platz 1. Ja! Pole Position. Ja! Fantastisch. Sehr gut gemacht. Geht doch. Aber im letzten Sektor habe ich viel zu viel verloren wieder. Um 55.000. vor Hamilton, jawoll. Wo ist Button? Button nur 6. Raikön nur 5. Jawoll. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie in Rennen schaffen, eine gute Position rauszufahren. Ansonsten wird es nämlich schwierig. Richtig. Ja. 2. Pole in Folge. Jawoll. Und das in Monaco. Meine Hassstrecke. Jawohl. Ja, Mann. Ich hoffe, euch freut das auch. Dass ich wenigstens jetzt konkurrenzfähig bin. War ich zwar schon immer in Qualifying, aber in Rennen noch nicht. Aber jetzt bin ich anscheinend auch in Rennen konkurrenzfähig. Zumindest teilweise. Und hier muss mir auch erstmal einer überholen. Sage ich ja nur. Hier muss mir erst einer überholen. Und wer das schafft, der... Außer ich mache natürlich einen Fehler, dann ist natürlich einfach, aber ansonsten dürfte es kaum Stellen geben, wo man überhaupt, außer Start und Ziel. Aber da ist die DRS-Zone auch nicht lang.
was heißt nicht lang, aber da muss man schon richtig dicht dran sein, damit der es was bringt. So, jawohl, rennen. Und schön trocken, wer der Erste, jawohl. Hab ich. So, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal hier den Part beenden. Wir sehen uns im nächsten Part im Rennen wieder. Und wir starten von Position 1. Ich hoffe, ihr guckt wieder zu und freut euch aufs Rennen. Bis dahin, haut da rein und...